Ist das Leben ohne Gott schöner? Ich möchte zu diesem Thema anhand eines bekannten Gleichnisses in der Bibel sprechen, nämlich anhand der Geschichte des verlorenen Sohnes. Wir lesen sie in Lukas Kapitel 15. Hier heißt es vom 11. Vers an: Ein Mensch hatte zwei Söhne, und der Jüngere unter ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Teil der Güter, das mir gehört. Und er teilte ihnen das Gut. Nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog ferne über Land, und daselbst brachte er sein Gut um mit Brassen. Gehen wir jetzt auf diese einzelnen Aussagen ein. Hier sehen wir, wie jemand zu seinem Vater sagt: Gib mir, Vater, das Erbe. Nun, man verlangt das Erbe gewöhnlich dann, oder man erhält es dann, wenn der Erblasser gestorben ist. Dieser Sohn sagt hier also mit anderen Worten zu seinem Vater: Vater, du bist für mich tot, du bist für mich gestorben, du existierst für mich nicht mehr, und ich möchte das, was mir zusteht, für mich ausleben. Der Vater ist hier ein Bild für Gott. Genauso sehen wir es heute immer wieder, wie junge Menschen sagen: Gott, du bist für mich tot und ich lebe für mich. Ich genieße mein Leben. Das, was mir zusteht, mein Leib, meine Fähigkeiten, meine Kraft, das lebe ich für mich aus. Ich möchte genießen, ich möchte ein schönes und glückliches Leben haben. Und das Interessante hier ist, dass der Vater nicht dagegen redet. Der Vater schweigt. Und er teilte ihnen das Gut, so lesen wir. Er handelt also so, wie es sein Sohn wollte. Er zwingt ihn nicht, er schilt ihn nicht. Wir sehen hier und erkennen, dass der Sohn das, was er tun wollte, auch wirklich ausführen konnte. Der Jüngere unter ihnen sprach: Gib mir, Vater, das Teil der Güter, das mir gehört. Der Jüngere ist es, der den Vater für tot erklärt, und man kann immer wieder beobachten, wie es in erster Linie die jungen Menschen sind, die mit Gott nichts mehr zu tun haben wollen, die ihn für tot erklären, die sagen: Die Alten haben nur fromme Fantasien und fromme Einbildungen, ich brauche das nicht. Im Text lesen wir weiter: Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog ferne über Land, und daselbst brachte er sein Gut um mit Brassen. Hier steht, er zog ferne über Land. Dieses Wort ist mir aufgefallen. Er zog mit anderen Worten weit weg vom Vater. Und es ist leider heute so, dass die jungen Menschen oft weit, weit weg von Gott gehen. Es kann sein, dass auch schon in jungen Jahren sich eine unglaubliche Gottesferne eingestellt hat. Und daselbst, heißt es weiter, brachte er sein Gut um mit Brassen. Er verschleuderte das, was ihm gehörte. Wir sind so angelegt, dass wir bei einer halbwegs normalen, vernünftigen Lebensführung Jahrzehnte, ja 60, 70 Jahre alt werden können oder noch älter. Man kann aber sein Gut verschleudern. Man kann es mit Brassen vertun. Man kann so leben, dass man mit 20, 30 Jahren am Ende ist. Ich selber kenne Leute, zum Beispiel einen jungen Mann mit 18 Jahren, dessen Lunge schon sehr angegriffen war, weil er so viel rauchte. Einen anderen Mann mit 30 Jahren, seine Leber ist schwer geschädigt, weil er so viel getrunken hat. Man verschleudert sein Gut mit Brassen, mit Alkohol, Suchtmitteln, sexuellen Ausschweifungen, Drogen und so weiter. Weiter lesen wir im Gleichnis: Als er nun all das Seine verzehrt hatte, ward eine große Teuerung durch dasselbe ganze Land, und er fing an zu darben. Und er ging hin und hängte sich an einen Bürger desselben Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Wir sehen, wie jetzt Not, wie jetzt Mangel eintritt. Die frühere Sicherheit und Überzeugtheit ist angeschlagen. Und jetzt beginnt er zu betteln. Er ist immer noch nicht bereit, zu Gott zurückzukehren, zum Vater. Er klammert sich an einen Menschen, er sucht sein Heil, wenn man so sagen darf, bei einem Menschen, der schickt ihn zu den Schweinen. Und da heißt es weiter von diesem verlorenen Sohn: Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit Trieben, die die Säue aßen, und niemand gab sie ihm. Ich möchte hier einen erschütternden Bericht von einem französischen Journalisten namens André Cayatte aus einer französischen Zeitschrift vorlesen.
Kayat kehrte kürzlich von Nepal und Indien nach Paris zurück. Er berichtet von den europäischen Hippies, Burschen und Mädchen zwischen 16 und 19 Jahren, denen er auf dieser Reise begegnet ist. Genf ist in der Regel der Treffpunkt, von dort führt die Reise meist per Flugzeug nach Istanbul. Dann sind die Geldmittel erschöpft und der harte Weg beginnt oft durch Prostitutionsleistungen per Autostopp nach Indien und Nepal, wo das Rauschgift frei gehandelt wird und wo sich niemand mehr um die verlorenen Ankömmlinge kümmert. Das Schlaraffenland wird buchstäblich zur Hölle. Kayat erzählt, in einer Erdhöhle habe ein 16-jähriges Mädchen, Tochter einer bekannten Pariser Persönlichkeit, angetroffen, das in totalem körperlichen Ruin in seinen Exkrementen lag und sich seine Rauschgiftinjektionen durch das Tuch der Hose hindurch verabreichte. Parallel mit dem körperlichen Ruin geht der Geistige. Kayat schreibt, einmal habe ich 48 Stunden in einer Hippie-Höhle zugebracht. In diesen 2 Tagen haben sich die Anwesenden keine 15 Antworten gegeben. Ab und zu erhoben sie sich, die einen oder die anderen, um eine halbe oder eine Stunde zu verschwinden. Wozu? Die Jungen, um zu betteln oder Blut zu verkaufen, die Mädchen, um sich zu prostituieren. Wer durch die nepalesische Landschaft geht, der trifft immer wieder blondhaarige europäische Mädchen an, die ihm die Hand hinstrecken und meist in französischer Sprache um eine Rupie betteln. Kayat schildert den Tod eines jungen Hippie. Ausblutung durch Blutverkauf, Syphilis, Tuberkulose. Die anderen verbrannten seine Leiche auf einem Scheiterhaufen. Wir stehen vor der erschreckenden Tatsache, dass heute ein Teil der Jugend an ihrer Zuchtlosigkeit zugrunde geht. Soweit dieser Artikel. Und wir sehen, wie hier junge Menschen ihr Gut verprassen, betteln, darben und andere anbetteln müssen. Es ist ein trauriges Bild. Man ist weit weggegangen von Gott. Man möchte für sich leben, glücklich sein und landet, moralisch gesprochen, bei den Schweinen oder in totalem körperlichen Ende. Und da steht so ein interessanter Satz in diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da heißt es im Vers 17, da schlug er in sich und sprach, wie viel Taglöhner hat mein Vater, die Brote Fülle haben und ich verderbe im Hunger. Es heißt nicht, dass er um sich schlug und anderen die Schuld gab, er schlug in sich. Wörtlich heißt dieser Satz hier, er kam zu sich. Die Leute leben oft in einer großen Illusion, in einem Rausch, so wie wir hier gelesen haben von diesen Rauschgiftsüchtigen, die sich ganz bewusst in die Droge, den Rausch, flüchten. Er kam zu sich. Die Menschen leben in einer Scheinwelt ohne den lebendigen Gott und es ist nötig, dass wir ernüchtert werden. Und dieser verlorene Sohn erkannte, ja, ich dachte, es ginge mir besser. Ich dachte, ich genieße mein Leben so einmal richtig und hier sitze ich nun bei den Schweinen. Dabei ging es mir zu Hause bei meinem Vater viel besser. Er kam zu sich, er schlug in sich. Und dann in Vers 18 finden wir wiederum so eine höchst interessante Formulierung. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Ich will mich aufmachen. Glaube ist Willenssache, nicht Gefühlssache. Der verlorene Sohn sagt, ich will mich aufmachen. Der Herr Jesus hat um sein Volk geworben. Er hat um Jerusalem geweint und er sagte einmal, wie oft wollte ich euch sammeln, wie eine Henne sammelt ihre Küken unter ihren Flügeln, aber ihr habt nicht gewollt. Glaube ist Willenssache und der verlorene Sohn sagt, ich will mich aufmachen, das heißt eigentlich umkehren oder bekehren. Man ist von Gott weggegangen und jetzt kommt man zu sich und man vollzieht eine Kehrtwendung von 180 Grad. Man geht zum Vater zurück. Der verlorene Sohn ist auch bereit zuzugeben und zu sagen, Vater, ich habe gesündigt. Er erkennt seine Schuld. Es war nicht nur ein schöner Vorsatz, sondern er hat es auch ausgeführt, in die Tat umgesetzt, denn wir lesen, und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Da er aber noch von ferne, von dannen war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn,
lief und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, »Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße.« Man kann hier irgendwie erkennen, wie der Vater Ausschau gehalten hat, obwohl er geschwiegen hat, als dieser Sohn erklärte, »Vater, du bist für mich tot. Gott, du bist für mich eine fromme Figur. Es gibt dich ja gar nicht.« Er hat geschwiegen, aber er hat nicht aufgehört, diesen Sohn zu lieben. Und hier steht das einzige Mal in der Bibel, dass der Vater läuft. Ein Herz, das sagt, ich will mich aufmachen, ich habe gesündigt, ich will Gott kennenlernen, ich will Buße tun, zurückkehren zu Gott. Wenn dies geschieht, dann läuft uns Gott sozusagen entgegen. Man kann hier die große Liebe, die große Sehnsucht des Schöpfers nach seinen Geschöpfen erkennen. Man spürt es aus dem Text heraus, dass dieser Vater wohl gerufen hat, »Was habt ihr mit meinem Sohn gemacht?« Dieser Ausdruck der Liebe findet so klar in dem Evangelium von Jesus Christus seine Verwirklichung. Einer der schönsten Verse für mich im Alten Testament steht im Propheten Hesekiel, wo Gott sagt, »So wahr ich lebe, ich habe nicht gefallen am Tode des Gottlosen, sondern wollte vielmehr, dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe.« Und dann fragt Gott sein Volk Israel, »Warum wollt ihr sterben?« »So wahr ich lebe«, sagt Gott, »ich habe nicht gefallen am Tode des Gottlosen.« Und der beste Beweis für diese Behauptung, für diesen Satz, ist das Kreuz von Golgatha. Hier zeigt Gott seine unendliche Liebe zu uns verlorenen Sündern, indem er sich für uns hingibt, denn Liebe heißt geben, und das Höchste, was ich geben kann, ist mein Leben. Und an diesem Kreuz ruft uns der lebendige Gott eigentlich zu, »Ich habe dich unendlich lieb, ich habe mein Leben für dich gegeben.« Dieses Kreuz war ein Instrument der größten Erniedrigung, das Instrument der Schande. Gott war bereit, den tiefsten Weg zu gehen, um auch den noch auffangen und vergeben zu können, der am allertiefsten gefallen ist. Das ist die frohe Botschaft. Der Vater läuft dem Sohn entgegen, fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Wir lesen nicht, dass er ihm Vorwürfe macht. Wir lesen nicht, dass er seinen Finger rechthaberisch erhoben hat und sagt, »Siehst du, ich habe recht gehabt, ich habe es dir gleich gesagt. Hättest du mir gehorcht, es wäre dies alles nicht passiert.« Nein, das ist nicht der Gott der Bibel. Menschen, die sich ehrlichen Herzens Jesus Christus stellten, zu ihm kamen, denen hat Jesus nie einen Vorwurf gemacht. Ja, er war bereit, ihnen alles zu vergeben, so wie dieser Vater seinem Sohn. Und dieser Sohn, wir haben es vorgelesen, sagt zu seinem Vater, »Ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir, ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße.« Und er wollte noch sagen, »Mache mich zu einem deiner Tagelöhner.« Aber das konnte er nicht mehr sagen. Hier unterbricht ihn bereits der Vater. Er sagt, »Bringt schnell das beste Kleid hervor und tut es ihm an und gebet ihm einen Fingerreif an seine Hand und Schuh an seine Füße und bringe das Kalb, das wir gemästet haben, und schlachtet's, lasset uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist gefunden worden, und sie fingen an, fröhlich zu sein.« Was wir gelesen, ist ein Bild für die Vergebung Gottes. Wenn sie bereit sind, umzukehren, wenn sie bereit sind, zu bekennen, dass sie gesündigt haben und sich Gott zu nahen, dann nimmt ihnen Gott diese Kleider weg, die von der Welt besudelt wurden, das heißt, er vergibt uns alle Schuld und er gibt uns ein neues Kleid. Wir lesen das beste Kleid. Wenn wir Jesus bitten, in unser Herz zu kommen, dann schenkt uns Gott in Jesus seine stellvertretende Gerechtigkeit. Und er macht alles neu. Die Bibel sagt einmal im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, »Ist aber jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden.« Das ist die Botschaft des Evangeliums, das ist die Botschaft von Jesus Christus, von dem menschensuchenden und errettenden und wunderbaren Gott. Das Leben mit Gott ist viel reicher und glücklicher und hat noch dazu eine ewige Bestimmung als ein Leben ohne Jesus. Nochmals, Glaube ist Willenssache. Es geht kein Mensch deswegen verloren, weil die Gnade Gottes nicht ausreicht,
sondern weil so viele die Gnade Gottes nicht haben wollen. Lieber Hörer, es ist mein Wunsch, dass Sie diese Gnade Gottes von ganzem Herzen in Anspruch nehmen. Sie müssen bereit sein, mit der Sünde, mit dem alten Leben, das Gott den Rücken kehrt, zu brechen. Wie der verlorene Sohn zeigt, bedeutet dies, sich aufzumachen und zum Vater zurückzukehren. Sie müssen bereit sein, Gott ihre Sünden zu bekennen. Vielleicht haben sie gelogen, gehasst, gestohlen, womöglich noch viel Schlimmeres getan. Sie brauchen Vergebung. Und damit ihnen Gott vergeben kann, ist Jesus Christus stellvertretend für sie am Kreuz in den Tod gegangen und hat für sie den Preis ihrer Schuld vor einem heiligen Gott voll bezahlt. Er hat für die Strafe ihrer Sünden sein Blut vergossen. Vertrauen Sie völlig diesem vollbrachten Werk Christi. Glauben Sie seiner vollständigen Vergebung und bitten Sie ihn, doch in Ihr Herz zu kommen. Nehmen Sie ihn in Ihr Leben auf, indem Sie nun ganz bewusst Ihr Leben der Herrschaft Jesu unterstellen. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Amen. Sag, wohin willst du denn gehen mit allen deinen Fragen? Wohin, sag mir, wohin? Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie an Jona Kassettendienst, Kirchbodenweg 14, 8800, Thalwil, Schweiz.